So, Waldo, hier, ekelhaftes, widerliches, hier bitte. Vielen Dank, Herr Fremder. Ich war schon verlärmt und verdursten. Was kann ich für euch tun? Na, was macht ihr denn hier? Ich bin Waldo, ich bin Schatzsucher. Für euch bin ich ja derjenige, der versucht, euch vom Weitergehen abzuhalten. Sehe ich so ängstlich aus, oder was? Ängstlich nicht, aber wohl unaufmerksam. Ihr nehmt euch ganz schön viel heraus für solch eine kleine Person, die ich ja auch bin, weil ich bin ein Zwerg. Diese Foundry Quest mobbt mich, wie ich bereits erwähnte. Kein Grund, beleidigend zu werden. Wir Zwerge sind sicherlich nicht die Größten, weil du bist ja auch ein Zwerg und du weißt es. Aber was den Umgang mit solchen Gemäuen wie diesem hier betrifft, eurer Gattung um Längen vor... Ich bin ein Zwerg! Verdammt! Hier sollte man es nicht nur im Arm, sondern auch im Kopf haben. Vor allem aber Augen auf beim Eierlauf. Ach, sieh an. Ihr sprecht in Rätseln. Rätseln? Wie ich schon sagte, eine Leuche scheint ja nicht zu sein. Aber ich gebe euch einen guten Rat. Also, denkt lieber zweimal nach, wie ihr mit jemandem redet oder was ihr hier anfasst. Nicht alles löst man mit draufhauen. Nun gut, ich werde es so tun. Also so mit draufhauen, sondern vielleicht nochmal mit zweimal draufhauen. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann tritt nochmal nach. So, sprecht mit Waldo ist abgeschlossen. Jetzt sprechen wir mit dem anderen Typen. Der sollte doch jetzt... Hat der nicht was zu erzählen jetzt? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Habt euch etwas übernommen, was? Ja, überzeugende Lache. Nun, ich kann euch gerne ein paar meiner Leute mitgeben. Ich habe sie an strategisch wichtigen Punkten stationiert. Wollt ihr diese Hilfe in Anspruch nehmen? Ja, ich glaube, ich komme ganz gut alleine klar. Okay, also nochmal. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, das wäre sehr nett von euch. Gut, die Wachen werden euch ein wenig helfen, aber bedenkt, sie werden euch nicht weit folgen. Ja, ja, danke, Kommandant, danke schön. So, ich will die Männer eigentlich gar nicht haben. Ich hab doch da schon alles umgelatzt, oder komme ich jetzt einfach durch die magische Barriere? Betretet die Bibliothek. Da bin ich mal gespannt. La 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 la. So, wir sind ja hier schon gewesen, wir haben ja schon aufgeräumt, die Wachen, ob die helfen, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, jetzt ist die magische Barriere zufällig wieder aufgehoben. Ja, so ein Zufall. Und guck mal, lauter Soldias. Verdammt, noch nicht bereit. Geist eines Kampfmagiers. Jetzt hört's aber auf. Hey, verdammt. Oh! Benito, alte Sau! Dann wollen wir mal! So, ist denn jetzt Ruhe hier? Ruhe in der Bibliothek, bitte! Das E lohnt sich für den gar nicht. Aua! Oh, die haben Homing-Missiles. So, der Phönix ist auf jeden Fall super hoch. Aua, 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 aua. Aua!
Nein! Was macht ihr denn? Oh! Ich hab da den Vogel kaputtgeschlagen. Das gibt's ja gar nicht. Hat der einfach meinen Pieps kaputtgehauen. Aber das ist erst Level 4, der Pieps. Der ist ja noch klein. Der versucht ja noch groß zu werden. So, das Jolt sammeln wir auf. Und wer ist das denn da jetzt? Belito? Habe ich doch kaputtgeschlagen. Warum steht er da wieder? Ist das Mann oder Frau? Ach, wegen Stimme. Ach, ein Punk. Okay. Er dringt hier ein ohne jeglichen Respekt. Was wollt ihr? Ja, wer seid ihr denn, ihr lustige Piercing-Figur? Und was tut ihr hier? Mein Name ist Belito, der Überhüter des Wissens. Aber ich wüsste nicht, was euch das angeht. Ganz einfach ist das. Ihr solltet gar nicht hier sein. Ich bin nur aber hier. Ihr seht mich doch. Also raus mit der Sprache. Wie ihr seht, befindet ihr euch in einer Bibliothek. Hallo. Und was tut man in einer Bibliothek? Man erweitert sein Wissen. Na sowas. Aber wem erzähle ich das? Ihr verwendet andere Wege, um an Informationen zu kommen, glaube ich. Nicht so frech, Freundchen, sonst prügel ich dir gleich die Piercings aus dem Gesicht. Schon gut, schon gut. Was sucht ihr also? Ich bin auf der Suche nach... Lass mich mal ganz kurz weiter. Ich bin auf der Suche nach 4 Relikten. Sicher, ja, das habe ich doch geahnt. Die Relikte, von denen ihr da sprecht, sind jene der mächtigsten eines Herrschers. Sie wurden getragen, sagen wir mal, von Layla, ne? Das war eine weise, gerechte und barmherzige Königin, die das Volk und Land mit starker Hand führte, aber auch verteidigte. Da habe ich mal ein Geschichtsreferat drüber geschrieben. Das ist ja total spannend. Bitte erzählt mir mehr. Ach Gott. Bei diesen Relikten... Da handelt es sich um das Amulett der Weisheit, das Schwert der Stärke, den Ring der Barmherzigkeit und, nicht zuletzt, natürlich auch die Krone der Gerechtigkeit. Eben jene Zeichen, die einen wahren Führer des Volkes repräsentieren. Das sind ja wirklich mächtige Relikte, lieber Bob. Sag mir, wo finde ich denn sowas? Im Teleshop. Entschuldigung, ich gleite ab. Nun... Für das Zeichen der Weisheit kann es wohl nur einen Platz geben. Schaut euch mal hier um. Wo befindet ihr euch? Auch wenn ihr mich totschlagt, ich werde euch den Platz dieser Relikte nicht verraten. Beweist euch ihrer würdig. Benutzt euren Kopf und seid wachsam. Ihr werdet schon drauf kommen. Vielleicht werdet ihr so fündig. Nun, ich könnte euch jetzt die Piercings aus dem Schädel prügeln, damit ihr mir das verratet. Aber zunächst lasse ich euch erstmal am Leben. Nun gut, was haben wir denn da? Pergament. Ihr lest in einem alten Pergament. Bla 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 bla. Ist das Wissen über magische Dinge sehr machtvoll. Bla 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 bla. Weiter unten. Jedoch viel gefährlicher und darum machtvoller ist das alte Wissen. Der Zugang im alten Teil der Bibliothek ist mit aller Macht verschlossen zu halten. Wir konnten diesen erfolgreich schließen und es dürfte enormer Kraft und speziellem Werkzeug benötigen, diesen wieder zu öffnen. Auch dieses könnten wir gut verstecken. Ihr hört das Knirschen einer Tür. Na, da werde ich mich mal umschauen. Tür knirschen? Von hier kamen wir? Hier geht es weiter und hier hat doch irgendwo ein Türchen geknirscht. Geknorzt quasi. Hier sieht es doch sehr nach alter Bibliothek aus, ne? Wenn wir ehrlich sind. Alte Regale. Huch, neues Lager. Ich würde vermuten, dass hier irgendwo das neue Lager, das ein neues Lager sein muss. Hinter dem Berg da. Die Frage ist nur, wie kommen wir hinter dem Berg? Da flackert doch was. Aber dahinter ist nichts. Ich gehe hier mal einfach weiter und guck mal ein bisschen rum. Generell scheint es hier gerne zu flackern, wie es aussieht. Huch, wo ist denn der Benito hin?
Ach, sieh an, hier ist die Tür. Na endlich, ein würdiger Hammer. Ein großer, schwerer Hammer, das dürfte genau das Richtige sein. Den Hammer nehme ich mir. So, eine große Hilfe abgeschlossen und mit dem können wir doch jetzt bestimmt die Felswand eindeppern. Ach, und jetzt wird mir auch gezeigt. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Oh. Ach du Heilige, was? Was? Pass mal auf, folgendes. Hey, lass den! Verdammt! Das scheint doch noch ein bisschen... doch noch ein bisschen härter zu werden. Ey, hör auf da! Die Queste könnte eventuell etwas krasser werden. Aber notfalls hole ich natürlich den Heinz aus der Kiste. Momentan müssen wir ja alles alleine schaffen. Pass mal auf, ich schluck mir ja mal die ganzen Heiltränke rein. 5 Stück haben wir noch. Danach müssen wir gucken, wo wir bleiben. Ich glaube, ich habe noch ein paar auf Tasche. Ungefähr 200. Hallo, Freunde! Nein, bleib hier, Vogel! Aua, der trifft mich ja trotzdem. Nein! Aua, 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 aua. So, Schnauze. So, eigentlich ganz gut überstanden, dank unserem Mega-Special-Move. Schwächere Schriftrolle und dann können wir hier jetzt natürlich draufschlagen. Eingestürzter Gang. Interaktion erfolgt und dann BAMS. Spiderling, Spiderling, das whatever is Spiderling. Dummdidu. Hier ist das Lager. Aha, Lager, Lager. Na, komm mal ran. So, das war der Brutschwarm. Huch, ich heale mich mal ganz kurz hoch. Heal, 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 heal. Hüte das alten Wissen da, großartig. Hahaha. Ihr seid doch bekloppt, Leute. Kommt nur her. Der Phönix ist so doof. Komm mal her, Phönix. So. Hütet euch, mich anzugreifen, Freunde. Hör auf zu heulen. So, Lakai ist weg. Na komm runter, du Vogel. Die Meister beschützen. Hier, beschützt deine Meister in der Hölle. So, boah, der Pieps hat's gut, der kann hier überall rumfliegen. Aha. Mhm. Wer baut denn hier unterirdisch irgendwelche Statuen auf? Und was ist das denn hier?
Ach so, das ist nur wieder so ein Schädel. Sieht gut aus hier, sieht gut aus. Der Meister beschützen. Dann beschützt man den Meister. Oh, hallo, schöne Frau da hinten. So, ich könnte mich jetzt halt wieder hochhealen, aber ich bleib mal einfach hier. So, da hinten ist ein Portal. Da fliegen lauter Bücher rum und da habe ich... Da drin haben wir gleich ein Date. Oh, ein Date, ich bin schon ganz nervös. Ja, Knorz. Wird da sowieso nichts, weißt du doch. Das mit dem Date scheint ja nicht so zu funktionieren. Ich glaube, die führt auch Tagebuch, die Dame. Hallo? Ich dachte schon, ich bin da festgefroren jetzt. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz, was müssen wir denn hier machen? Ach, was willst du denn? So, wenn wir jetzt alle Gegner umgeknipst haben, kommen wir dann da durch? Ja, dann können wir zumindest ein Buch benutzen. Magiebarriereauflöser. Ihr öffnet ein altes Buch. Vor lauter Neugier bemerkt ihr fast nicht, dass es die magische Barriere aufzulösen scheint. Nun aber schnell! Hallo, Itain! Oh! So, tötet Itain, da liegt sie, die Gute. Das ging ja relativ fix einfach. Die war jetzt nicht so sonderlich. Und wir kriegen... Oh, ein Schatz! Oh! Ihr untersucht die Truhe und findet ein Amulett. Betretet die Bastion abgeschlossen. Untersucht die Truhe von Itain abgeschlossen. Und ich glaube, damit können wir jetzt durch das Portal da hinten steigen. Wir haben den ersten Teil geschafft. Ich habe gerade zwei Heiltränke versaut. Und kehren zu Batrax Thron zurück. Bis uns zurück ist gut, wir waren noch gar nicht da, glaube ich. Hallo, Ladebildschirm? Ladebildschirm? Jetzt aber! Na also. Sie haben ein neues Lager entdeckt, da habe ich gerade zwei Heiltränke für den Arsch getrunken. Da kann ich den letzten eigentlich auch noch trinken. Okay, ich folge einfach mal dem Pfad. Betritt Batrax Thron. Das ist ja meine leichteste Übung. Der Thron. Level 29. Huch, wo bleibt denn der Vogel? Wo bleibt denn der Vogel? Batrax Hauptmann. Jetzt ist der Vogel da. Na, tolle Wurst. Okay, was mache ich? Ach, ich stürme einfach rein und mache das hier. So, das haben wir. Da sind gleich die nächsten Gesellen. Alter, was hat denn der Batrak hier? Ich
meine, das ist doch scheiße. Hast du so ein schönes Schloss hier mit allem Pieperpumse und hast dann alle Dingens, alle Gänge sind verstopft mit irgendwelchen hässlichen Leuten. Das ist doch blöd. Da wird mich voll ärgern.